Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Für all jene, die Probleme hatten in Bezug einer Immobilie, das kann eine Wohnung sein, das kann auch ein Haus sein, sei es gekauft, verkauft, zur Miete, Gewerbeimmobilie, im Grunde jedwede Form von Immobilie. Wenn es da Missverständnisse gab in Bezug einer Vereinbarung oder eines Mietvertrages, wer welche Verpflichtungen nachkommen soll, dann wird das jetzt geklärt. Und endlich kommt Ruhe rein. Man wird sich einvernehmlich entscheiden, man wird einen Kompromiss finden. Ich habe nicht, dass es zum Äußersten kommt, also dass man jetzt irgendwie vor Gericht landet, sondern es wird einvernehmlich und außergerichtlich beigelegt und endlich findet man seinen Frieden. Und zwar für alle Beteiligten. Also hier handelt es sich um ein Missverständnis und das wird bald geklärt werden. Wer an einer Immobilie, auch hier gilt wieder, egal welche Form von Immobilie, wer an einer Immobilie hat etwas machen lassen, vielleicht von Handwerkern oder von einer Baufirma. Und wenn es hier zu Fehlern kam und diese wollte man nicht eingestehen, dann ist es gut möglich, dass man entweder einen Sachverständigen dazu holt oder einen Mediator, männlich wie weiblich. Und das wird auch beigelegt. Also auch hier wird dann geklärt, nein, in der Tat, hier ist ein Fehler, das müsst ihr korrigieren, und zwar kostenlos, aus Kulanz. Also hier wird man sich dann auch einigen und die gegenüberliegende Partei, die vielleicht eine Weile uneinsichtig war, wird dann auch klein beigeben und den Fehler eingestehen und das Ganze korrigieren, und auch hier kehrt dann endlich wieder Ruhe rein. Für all jene, die jetzt in irgendeiner Form einen Befund bekommen haben, eine Diagnose, hier möchten dir die Karten sagen, bitte, bitte, bitte hole dir eine zweite, wenn nicht sogar auch eine dritte Meinung rein. Denn gut möglich, dass dieser Befund mit Fehlern behaftet ist. Also entweder hat man irgendetwas falsch verstanden oder die Laborwerte, die reingekommen sind, da haben sich irgendwelche Zahlendreher eingeschlichen. Also irgendetwas stimmt hier nicht. Und du hast auch das Gefühl, dass das nicht sein kann. Du guckst da drauf oder du hörst dir die Diagnose, den Befund an und denkst dir, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwas ist da faul. Und dann kann es sein, dass der Arzt, die Ärztin oder der Experte, die Expertin sagt, nein, nein, das stimmt alles, das stimmt alles. Aber höre bitte auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das kann dich selbst betreffen oder vielleicht handelt es sich um dein Kind, deinen Partner, deine Partnerin, kann sogar auch für ein Tier sein, ein Haustier oder überhaupt ein Tier, kann auch bei einem Tierarzt sein, also jedwede Form von Befund oder Diagnose. Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen und es ist sogar gut möglich, dass der Arzt, die Ärztin oder die Experten es selbst nicht bemerkt haben, weshalb sie dir nicht glauben, ne? Weshalb sie dich beruhigen wollen, sagen, nein, ach was, das bilden sie sich nur ein, hat alles seine Richtigkeit. Nein, dem ist nicht so. Höre auf dein Bauchgefühl und gehe durchaus gerne noch zu einem anderen Experten, einer anderen Expertin. Und diese Person liegt ja auch schon da, diese Person wird diesen Fehler aufdecken. Und tatsächlich, also hier wird man sich auch entschuldigen und sagen, Mensch, hätte ich doch auf Sie gehört, Sie haben recht gehabt, tatsächlich, es ist mir nicht aufgefallen und ich wollte Ihnen nicht glauben, Entschuldigung. Also auch hier wird ein Missverständnis beigelegt und alle sind glücklich und zufrieden, aber auch nur, weil du dir eine zweite, dritte Meinung eingeholt hast, die sehr wichtig ist in dieser Angelegenheit. Sollte es in letzter Zeit in der Nachbarschaft extrem laut gewesen sein, dann wartet auf dich jetzt endlich ein wenig Ruhe. Also warum hier Ruhe einkehrt, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist jemand eingezogen und ist dir jetzt endlich oder bald in den nächsten Tagen fertig mit Renovieren oder jemand ist ausgezogen oder vielleicht wurde irgendetwas am Haus gemacht oder die Nachbarskinder waren draußen laut und. Also die Gründe sind mannigfach. Aber ich sehe hier, dass endlich Ruhe einkehrt. Ja, also was immer der Grund ist, warum Ruhe einkehrt, das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass du endlich
wieder in Ruhe schlafen kannst oder dein Nickerchen machen kannst. Oder vielleicht musst du lernen, studieren, arbeiten. Und das kannst du jetzt endlich tun. Also endlich kannst du dich konzentrieren auf das, was gemacht werden muss. Oder mal 8 Stunden lang die Augen schließen und nachdenken. Und obwohl wir uns nicht mehr in der rückläufigen Merkurzeit befinden und sogar auch die Schattenperiode vorbei ist, habe ich, dass alle Beteiligten, die jetzt irgendeine Vereinbarung oder ein Abkommen oder einen Vertrag eingehen, unterschreiben, sich festlegen, die Karten sagen, Achtung, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen oder es besteht ein Missverständnis. Also du könntest, nehmen wir mal an, du hast einen Arbeitsvertrag bekommen, du warst zum Gespräch und alles war in Butter, ihr habt euch geeinigt, jetzt kommt der Vertrag und du musst diesen unterschreiben und du liest ihn durch und denkst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war aber so nicht abgemacht. Und dann könntest du auf die Palme gehen. Das sollst du bitte nicht, denn ich sehe, dass keine böse Absicht dahinter steckt. Entweder hat man dir einfach nur den falschen Vertrag gegeben oder es ist das falsche Muster. Vielleicht hat die Auszubildende den Vertrag, die Bausteine zusammengesetzt und hat die falschen Bausteine zusammengesetzt. Das weiß man, wenn man mal im Sekretariat gearbeitet hat. Da wird viel mit Textbausteinen gearbeitet und solche Verträge machen manchmal auch Auszubildende oder Werkstudenten und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Also nicht aufregen, nicht gleich am ersten Tag negativ auffallen und zur Perso gehen und den Vertrag auf den Tisch knallen und sagen, das lasse ich mir nicht bieten, sondern einfach ganz ruhig hingehen, vielleicht auch mit dem zukünftigen Vorgesetzten sprechen, mit der Vorgesetzten und sagen, sagen Sie mal, kann das denn hier stimmen? Wir haben doch eigentlich etwas anderes ausgemacht. Und dann wirst du feststellen, dass die Perso oder wer auch immer, die Personalabteilung oder die Vorgesetzten, die Entscheider sagen, ja stimmt, das ist hier falsch, was hier steht. Das werden wir jetzt korrigieren. Also es ist nur ein Missverständnis. Das war jetzt ein Beispiel. Also es kann auch ein Vertrag mit einem Autohändler sein oder mit einer Baufirma sein. Also jedweder Vertrag, jedwedes Abkommen oder auch Vereinbarung. Einfach bitte nochmal durchlesen. Hier könnte sich wirklich einfach nur ein Fehler eingeschlichen haben. Mit überhaupt keiner bösen Absicht. Wie gesagt, kann sogar ein Auszubildender oder eine Auszubildende gewesen sein, vielleicht sogar auch ein Praktikant und man hat einfach nur einen Fehler gemacht. Für alle, die in einer WG leben und entweder du möchtest ausziehen oder dein WG-Partner, deine WG-Partnerin möchte ausziehen, hier sollte man ruhig Blut bewahren, denn auch hier kann es zu Missverständnissen kommen. Hier ist es wichtig, dass ihr euch zusammensetzt und nochmal darüber spricht. Was steht vereinbart im Vertrag? Denn hier könntet ihr euch gegenseitig bezichtigen. Ja, aber wir hatten dieses ausgemacht. Nein, 2 Wochen Kündigungsfrist oder nein, der Kühlschrank gehört mir oder Toilettenpapier habe ich gekauft, das nehme ich wieder mit. Also hier könnte es wirklich zu gegenseitigen Beschuldigungen kommen und das muss nicht sein. Wenn ihr euch ja ohnehin schon zerstritten habt oder ihr kommt nicht klar, ihr kommt nicht auf einen Nenner, dann raten euch die Karten, bitte eine dritte Person hinzuzunehmen. Jemand, der oder die objektiv ist und euch helfen kann, in dieser Situation eine friedliche Lösung zu finden. Denn die gibt es, sagen die Karten. Es gibt eine friedliche Lösung und alle Beteiligten werden zufrieden dahinscheiden. Jeder geht seinen Weg und gut ist. Okay? Also nicht aufregen, denn ich habe jede Form von Beschuldigung würde sogar so weit gehen, dass ihr euch vor Gericht wiederseht. Und das muss wirklich nicht sein. Innerhalb der Partnerschaft könnte es bezüglich einer Reise zu einem Ärgernis kommen. Ja, du hast mir versprochen oder wir haben doch abgemacht, wir fahren dahin oder wir machen dieses und jenes oder wir renovieren dann dort oder wir wollen hier ein Ferienhaus kaufen oder wir wollen dort ins Hotel. Also auch hier habe ich Missverständnisse. Und hier könntet ihr euch eure Reise versauern. Also wichtig ist, ruhig Blut zusammensetzen und sagen, Mensch Schatz,
Aber wir hatten doch dieses und jenes ausgemacht. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe das so und so verstanden. Also versucht, ruhig zu bleiben, weil ansonsten braucht ihr erst gar nicht in den Urlaub zu fahren. Denn wenn ihr dann im Urlaub selbst jeder auf seiner Seite des Bettes schläft und ihr nichts mehr miteinander zu tun haben wollt, dann könnt ihr euch die Reise auch sparen. Also die Reise ist ja dazu da, dass ihr zueinander findet, dass ihr eine schöne Zeit habt, dass ihr euch Kraft gebt, dass ihr harmonisch miteinander seid, glücklich miteinander seid und noch glücklicher aus der Reise zurückkommt. Also was nützt ein Streit in Richtung Reise? Dann kann man auch zu Hause bleiben. Also bitte auch hier ruhig Blut und nochmal klären, wer, wie, was. Und wenn du dir etwas wünschst, dann sage es ganz friedlich, sage es liebevoll. Das solltet ihr beide tun. Und dann macht das Planen oder das vielleicht auch eine Neuplanung der Reise auch Spaß. Und vielleicht findet ihr, wer weiß, eine viel bessere Alternative, als sie jetzt der Fall ist. Und in der letzten Reisegruppe habe ich, das ist natürlich jetzt sehr speziell, für alle, die zum Beispiel einen Firmenwagen haben oder Reisekosten von der Firma bezahlt bekommen, auch hier kann es zu Missverständnissen kommen. Also nicht aufregen, es kann sich wirklich um einen Zahlendreher handeln. Vielleicht hast du zu wenig Geld erstattet bekommen oder du hast ein völlig anderes Auto bekommen, als man dir versprochen hat. Ganz ruhig bleiben, denn es ist wirklich ein Fehler. Es hat sich lediglich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe, dass nicht irgendjemand versucht hat, dir eins auszuwischen oder dich zu ärgern oder dass eine böse Absicht dahinter steckt. Es ist wirklich ein Missverständnis und wenn man ruhig darüber spricht, wie zum Beispiel, wir hatten doch diese Pendlerpauschale ausgemacht oder wir hatten doch ausgemacht, dass ich dieses Auto bekomme oder diesen Firmenwagen bekomme oder diese Reise erstattet bekomme, und dann wird man das auch bekommen. Also du wirst es bekommen, wenn du ruhig bleibst und mit den entsprechenden Personen versuchst, diesen Fehler zu beheben, diesen Fehler auszubügeln, und dann ist alles gut. Denn ansonsten wenn du das alles persönlich nimmst und an die Decke gehst, dann könnte es wirklich eskalieren. Und aus einem Fehler könnte ein Streit entstehen, der hätte gar nicht sein sollen. Also wirklich in allen Reisengruppen kann ich sagen, wer jetzt hier ruhig Blut bewahrt, wird eine wunderbare Lösung finden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Setze dir Ziele und glaube an dich. Du schaffst das. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann, deine Sensitiva.